Leute, hier ist Jake, 31. Woche 2016. Heute stelle ich euch vor das Elmar Grand 2. Dieses Messer habe ich zurückliegend schon mal in einem Unboxing gezeigt. Es ist ein Tauschobjekt, das habe ich vom Christoph bekommen, vom Kanal Schnorres 58. Vielen Dank nochmal, Christoph. Das ist ja eines meiner Lieblingsmesser, muss ich sagen. Ja, ich fange aber nochmal wie immer mit der Scheide an. Zu Elmar habe ich ja schon ein paar Worte in anderen Videos verloren, deshalb kommt hier nichts Neues mehr dazu. Wie beim Special Warfare 2 kommt es in einer braunen Lederscheide. Ein schönes Produkt aus Japan, wie das Messer mit Gürtelschlaufe, mit der Befestigung mit dem Druckknopf, gute Arbeit mit dem Elmar Logo drauf und dann kommt hier das Messer. Ein Fighter, ein Combat Knife, vielleicht auch ein Bowie Knife, wobei ich da weniger hin tendiere. Da kommen wir später nochmal zu. Ich sage erstmal die Daten. Das hat eine Gesamtlänge von 33,5 cm. Eine Klingenlänge von 19,9 cm. Die Klinge ist 3,1 cm lang, breit so, und 6 mm stark. Es hat einen Hohlschliff, eine enorm lange Clip-Point-Spitze. Es wiegt 360 Gramm und dazu kommen 105 Gramm für die Scheide, macht zusammen 465 Gramm, also ein knappes Pfund. Fangen wir nochmal vorne an bei dieser enormen Spitze. Vorbild für dieses Messer, muss ich sagen, ist vermutlich das USMC K-Bar, aber nach Elmar 8 weiter verbessert, verändert. Als Kampfmesser würde ich sagen, ist es absolut eine Verbesserung. Übrigens gibt es dieses Elmar Grand auch in der 1er Version, dann hat es lange nicht so eine Spitze. Lange Spitze, so muss ich sagen. Ich blende es mal kurz ein. Ja, aber das macht natürlich lang nicht so viel her wie dieses Grand 2. Grand steht übrigens in dem Fall für Infanterist, also einem ganz normalen Boden, also Soldat für die Bodentruppen. Aber der braucht natürlich auch sein Messer und in dem Fall ist das eine Waffe, die ihm mit Sicherheit gut gefällt. Es ist aber eben auch fast zu schön, um zu gebrauchen. Ja, schöne satinierte Klinge mit Hohlschliff, falscher Rückenschneide, dem typischen Elmar Ausschnitt hier im Rückenbereich, so diese Mulde, kann man verschiedenen Arten nutzen. So.
Naja, dann sieht man hier den Messingguard, in dem Fall abgerundet, etwa 3 mm stark. Und dann ähnlich wie beim K-Bar, Lederstreifen unterbrochen von hier diesen Ausfräsungen. Damit ist ein super guter Griff und Grip gegeben. Zum Abschluss sieht man eine Edelstahlkappe und eine Mutter, eine sogenannte Hutmutter, die den Spitzerl, den Fachtenerl, den verschraubten hinten gut festhält. Ja, ein sehr führiges, agiles und rutschfestes Kampfmesser, sehr gut ausbalanciert. Der Schwerpunkt liegt hier ganz knapp vor dem Guard. Aber eben auch ein seltenes Sammlermesser, optisch mehr als gelungen, eines der schönsten Messer von Elmar. Ja, und entsprechend hoch werden diese Messer auch gehandelt, sind nicht leicht zu bekommen im guten Zustand und war auch sehr viel beliebter, dieses Grand 2 als das Grand 1. Das 1er Modell findet man noch seltener, ist aber auch natürlich optisch lang nicht so ein Hingucker. Ja, das war's. Das Elmar Grand 2. Ah ja, zum Vergleich lege ich nochmal das Elmar Soft Serra Attack dazu. Naja, ein bisschen höher könnte man es ins Bild platzieren. Nur mal so zum Vergleich. Das war's. Bis demnächst. Ciao, Leute.